Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt's mal ein Video aus der Serie, die ihr, glaube ich, mit am meisten feiert, nämlich günstige Autos, die euch reich aussehen lassen. Bevor wir jetzt aber mit dem Video anfangen, muss ich euch noch kurz was erzählen, denn ihr habt es ja gemerkt, aktuell kommt nur ein Video in der Woche. Das liegt daran, ich bin aktuell im letzten Semester meines Studiums. Ihr könnt euch vorstellen, das ist mit viel Arbeit verbunden. Deswegen versuche ich, wenigstens ein Video die Woche zu veröffentlichen. Dann im März bin ich, wenn alles nach Plan laufen sollte, hoffentlich fertig. Und dann würde ich mal sagen, dann geht's richtig los. Doch bevor es jetzt mit dem Video losgeht, muss ich euch unbedingt noch ein richtig cooles RPG-Spiel für euer Smartphone zeigen, das ich aktuell die ganze Zeit zocke. Nämlich Raid Shadow Legends. Ich denke mal, einige von euch haben schon von Raid gehört, da es sich hierbei um eines der Top 3 bewertesten RPGs im Google Play Store handelt. Und zudem ist Raid für den Google Play beste Wahl der Nutzer 2019 nominiert. Denn es wurde innerhalb von 6 Monaten 15 Millionen Mal heruntergeladen. Ihr solltet es natürlich auf jeden Fall auch herunterladen, da ihr hier mehr als 400 Champions sammeln und anpassen könnt. Baue dein Team von 16 Heldenfraktionen, erforsche über 1 Million Champions-Formen, entdecke 13 eindrucksvolle Standorte und mache überall Freunde in deinem Clan. Und natürlich ist es kostenlos. Für euren Fortschritt werdet ihr natürlich auch belohnt. Und wenn ihr alle Missionen abgeschlossen habt, bekommt ihr den besten legendären Champion im ganzen Spiel, nämlich den Arbiter. Und das ist nämlich der Kollege hier. Das Spiel entwickelt sich natürlich super schnell weiter, was ihr hier an der Roadmap sehen könnt. Das heißt also neue Fraktionen, Tag-Team-Arena-Features und sogar ein neuer Clan-Boss. Ihr findet mich im Spiel unter dem Namen Marius RWE. Und wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr auch meinem Clan beitreten. Also checkt auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung den Link. Und durch meinen speziellen Link bekommt ihr als RB Engineering-Zuschauer 50.000 Silber kostenlos und einen kostenlosen epischen Champion als Teil des Neueinsteigerprogramms. Also beginne deine Reise. Bentley Continental Flying Spur. Jetzt kommen wir mal zur letzten Generation des Bentley Continental Flying Spur, der von 2005 bis 2013 gebaut wurde. Diese Bentley Limousine hat einen 6 Liter W12 Biturbomotor verbaut, der in der schwächeren Version, die von 2005 bis 2015 gebaut wurde, 560 PS bei 6100 Umdrehungen die Minute und 650 Newtonmeter Drehmoment bei 1600 Umdrehungen die Minute erzielt. Dieser erreicht somit einen Topspeed von 312 km/h und beschleunigt in 5,2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Dann gibt es noch eine leistungsstärkere Version dieses Kfz, die gab es dann ab 2008. Der hat 610 PS bei 6000 Umdrehungen die Minute und 750 Newtonmeter von 1700 bis 5000 Umdrehungen die Minute und erreicht somit eine Spitzengeschwindigkeit von 322 km/h, was für so eine fette, schwere Limousine schon eine ziemlich hohe Geschwindigkeit ist. Zudem sprintet er auch nur in 4,8 Sekunden auf 100. Verhältnismäßig muss man aber sagen, wenn man die Daten hört, das Drehmoment ist jetzt nicht so überkrass, wenn man zum Beispiel das dann mit den V12 Modellen von Mercedes vergleicht. Und zudem, die Bentleys sind auch so günstig, weil einmal Ersatzteilpreise halt wirklich ganz weit oben sind und auch die vom Motoren her nicht die zuverlässigsten sind. Wenn man sich da Exemplare mit über 100.000 Kilometer oder noch mehr holt, dann kann es gut sein, dass die Turbos einen weg haben und das wollt ihr euch einfach nicht antun. Es ist ein Bentley, da ist klar, wenn da irgendwas drin ist, wird es teuer und dem muss man sich auch bewusst sein, weil so ein Auto bekommt ihr mittlerweile schon für um die 30.000 Euro, zum Teil sogar noch weniger. Und da muss man dann aufpassen, dass man halt nicht nochmal den Kaufpreis rein investieren muss, wenn vielleicht irgendwas am Motor ist. Land Rover Range Rover. Jetzt kommen wir mal zur dritten Generation des Land Rover Range Rover. Dieser wurde von 2002 bis 2012 gebaut und ihr bekommt diese schon für unter 4.000 Euro. Für dieses Auto gab es ziemlich viele verschiedene Motorisierungen. Einmal welche von BMW oder zum Beispiel von Jaguar oder auch welche von PSA. Die kleinste Motorisierung ist eine von BMW, nämlich der M57 B30 Motor im Range Rover TD6, also ein 3 Liter rein 6-Zylinder Turbodieselmotor, der 177 PS bei 4000 Umdrehungen die Minute leistet und 390 Newtonmeter Drehmoment bei 2000 Umdrehungen die Minute. Die Kraftübertragung geschieht hier durch ein 5-Gang Automatikgetriebe und er beschleunigt in blitzschnellen 13,6 Sekunden auf 100 und hat einen Topspeed von 179 km/h, was jetzt nicht
nicht wirklich schnell ist. Aber rein theoretisch, der M57 Motor ist dafür bekannt, da kann man noch sehr viel an Leistung rausholen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr so Hardcore-Diesel-Tuning bei so einem Range Rover machen wollt, aber ist durchaus möglich. Zudem gibt es die kleinste Benzinmotorisierung auch noch mit BMW-Motor, nämlich mit dem M62, der unter anderem im 740i und auch im 540i damals verbaut war. Interessant ist natürlich noch die Top-Motorisierung im V8 Supercharged. Den bekommt ihr ja nicht für 5000 Euro, da müsst ihr noch ein bisschen mehr hinlegen, aber dann müsst ihr auch dementsprechend in den Reparaturkosten auch noch ein bisschen mehr hinlegen. Hier haben wir einen Motor von Jaguar, der unter anderem aus den F-Type-Modellen bekannt ist, nämlich einen 5 Liter V8 Kompressormotor. Dieser leistet hier 510 PS von 6000 bis 6500 Umdrehungen die Minute und 625 Newtonmeter Drehmoment von 2500 bis 5500 Umdrehungen die Minute. Die Kraftübertragung geschieht hier durch einen 6-Gang Automatikgetriebe und natürlich auch Allrad. 0 auf 100 schafft er trotzdem nur in 6,2 Sekunden, was bei der Leistung ist, wirklich nicht schnell ist. Und der Topspeed sind 225 km/h, was jetzt auch nicht wirklich schnell für die Leistung ist. Ich sag euch nur eins, wenn ihr solche Land Rover seht, die sind zwar alle schick aus und mit der Innenausstattung alles schön, kauft euch so ein Ding auf keinen Fall. Die sind qualitativ und vor allem von der Elektronik her eine totale Katastrophe. Also da tut ihr mal locker das Doppelte vom Kaufpreis reinstecken, wenn da irgendwas dran ist. Also sieht gut aus, aber kommt mit einigen Problemen. BMW F01 67 Li. Jetzt kommen wir mal zur Top-Motorisierung der letzten BMW 7er Generation. Diese wurde von 2008 bis 2015 gebaut. Und hier bekommt die Top-Motorisierung schon für mittlerweile unter 15.000 Euro, was wirklich für so ein V12 7er verdammt günstig ist. Natürlich bekommt ihr die schwächeren Motorisierungen noch günstiger. Und ich muss sagen, dieses Auto sieht verhältnismäßig vom Design her noch richtig modern aus. Hier haben wir unter der Haube den gleichen Motor, der auch in den ganzen Rolls-Royce Wraith-Modellen verbaut ist, nämlich den 6 Liter V12 Biturbo-Motor, um genau zu sein, den N74 B60. Hier im 7er leistet er 544 PS bei 5250 bis 6000 Umdrehungen die Minute und 750 Newtonmeter Drehmoment bei 1500 bis 5000 Umdrehungen die Minute. Die Kraftübertragung geschieht hier durch ein 8-Gang Automatikgetriebe und er beschleunigt in 4,6 Sekunden auf 100 und ist natürlich bei 250 km/h abgeregelt. Ich muss schon sagen, als ich das gesehen habe, war ich schon etwas verwundert, dass dieses Auto schon so günstig ist, vor allem in der Top-Motorisierung. Wenn man das dann mal mit der W221 S-Klasse von Mercedes im S600 vergleicht, auch mit V12 Biturbo, da ist der 7er schon deutlich günstiger zu bekommen. Ford Mustang. Jetzt kommen wir mal zum Mustang 5 in der ersten Generation. Dieser wurde von 2004 bis 2015 gebaut. Und ihr bekommt hier Exemplare schon für unter 8000 Euro. Wir reden hier natürlich nicht über V8 Modelle, also nicht über GT Modelle, sondern nur über die V6 Modelle. Hier geht es ja wie gesagt nur um die Optik und nicht um die Leistung. Wie gesagt, ich würde mir auf jeden Fall 100 mal lieber ein V8 holen als ein V6, weil V8 Sound, wenn man so ein Ami hat, dann braucht man halt ein V8, ne? Ist ja klar. Was bekommt ihr denn beim V6? Einen 4 Liter V6 Saugmotor mit jeweils einer oben liegenden Nockenwelle und somit zwei Ventilen pro Zylinder. Diese Modelle leisten 213 PS bei 5250 Umdrehungen die Minute und 325 Newtonmeter bei 3500 Umdrehungen die Minute. Den gibt es entweder als 5-Gang Handschalter oder als 5-Gang Automatik und somit beschleunigt er in jeweils 7,5 oder eben 7,8 Sekunden auf 100 und erreicht einen Topspeed von gerade mal 180 km/h, was jetzt nicht wirklich schnell ist, obwohl er jetzt über 200 PS hat. Naja, wie gerade eben schon gesagt, ich finde ein V6 Mustang ist jetzt wirklich nicht das Wahre. Wenn sollte man mehr Geld ausgeben und sich ein V8 holen, dann hat man wenigstens noch was davon. Da geht es dann auch nicht nur ums Rumgepose. Weil mit einem Mustang habt ihr verhältnismäßig günstig ein Auto, was nicht jeder fährt. Mercedes-Benz C217 S500. Jetzt kommen wir mal zum aktuellen S-Klasse Coupé im Vorfacelift. Das aktuelle S-Coupé wird seit 2015 gebaut. Und bevor er durch den S560 ersetzt wurde, gab es noch den S500 mit dem 4,7 Liter V8 Biturbo Motor, der 455 PS bei 5250 bis 5500 Umdrehungen die Minute leistet und 700 Newtonmeter bei 1800 bis 3500 Umdrehungen die Minute. Der ein oder andere weiß es vielleicht, hier haben wir eine Art abgespeckte Version von 5,5 Liter V8 Biturbo AMG Motor verbaut. Dieses schicke Kfz bekommt ihr mittlerweile ab 50.000 Euro und der Preis wird mit der Zeit natürlich noch weiter in den Keller gehen. Hierbei muss man bedenken, dass wir ein
echt modernes Design haben, was richtig Reichtum und Geld ausstrahlt. Und natürlich hat so ein Auto mal als Neuwagen so 160, 170, 180.000 Euro je nach Ausstattung gekostet. Von 0 auf 100 geht es hier in 4,6 Sekunden. Bei 250 km/h sind wir abgeregelt und den gibt es als 4MATIC und als Heckantrieb und natürlich alle mit 9-Gang Automatikgetriebe. Beim Fahrwerk gibt es zwei Optionen, einmal die Airmatic und die Magic Body Control, die bis 130 die Straße abscannt und vorher die Dämpfe einstellt, ist also eine moderne Version des ABC-Fahrwerks. Die gibt es aber nur bei den Modellen mit Heckantrieb. So, das war's auf jeden Fall heute mit diesem Video. Schreibt mir bitte auf jeden Fall mal eure Meinung zu den genannten Kfz in die Kommentare und natürlich auch, wenn ihr glaubt, dass ich irgendein Auto vergessen habe, das unbedingt auf diese Liste gehört. Dann würde ich noch sagen, checkt auf jeden Fall noch mein Instagram in der Beschreibung aus. Wir brauchen da endlich mal mehr Follower. Also würde es mich da echt freuen, wenn ihr mir ein Follow da lassen würdet. Und natürlich Raid Shadow Legends, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall auschecken. Dann würde ich noch sagen, Glocke aktivieren und abonnieren nicht vergessen. Und ciao!